herzlich willkommen zu meinem zweiten kleinen, aber feinen Tutorial. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr in Photoshop eine YouTube-Bahn erstellen könnt. Und ich werde euch natürlich wieder alle Links in die Beschreibung stecken, auch von Photoshop, wenn ihr wollt. Und falls ihr euch nicht auskennt, dann mache ich natürlich noch ein Tutorial, und zwar wie man den Crack von Photoshop installieren kann. Jo, nun drücken wir auf File, öffnen ein neues Projekt und ihr könnt den Titel nicht benennen, wie ihr wollt, das ist völlig euch überlassen. Als Weite benutze ich 2000 Pixel und als Höhe 400 Pixel. Der Rest ist, glaube ich, selbsterklärend. So, nun drücken wir auf OK und es öffnet sich eine neue Folie. Jetzt wählen wir ein beliebiges Foto aus oder ein Bild. Ich nehme jetzt die Galaxy Wallpaper, schiebe das einfach rein und fülle damit die Fläche aus. So, und hier noch. Perfekt. Danach könnt ihr Enter drücken oder einfach auf das Häkchen. Jetzt geht es zum Text. Jetzt wählt eine Schriftart aus. Größe ist natürlich, naja, ist nicht völlig egal, ich wähle 150 aus, ihr könnt auch ein bisschen weniger machen, so dürfte euer YouTube-Banner gut in den, in die Ablage passen oder wie auch immer ihr das nennt. So, okay, das sollte jetzt nicht passieren. Moment, so. Jetzt aber. Ihr könnt einfach einen Bereich, wo ihr hineinschreiben wollt. Also links Mausklick. Jetzt schreibt ihr einen YouTube-Namen rein. Ich habe es einfach YouTube geschrieben. Wo bleibt das E? So. Ja. Dann müsst ihr die Sache einfach verschieben. Ja, wieder auf das Häkchen mit bestätigen. Und jetzt könnt ihr es verschieben. Wie ihr natürlich wieder mal gerade lustig seid. Ja, also das sollte jetzt nicht passieren. Ja, wirklich sehr schön. Ich drück mal kurz auf Pause. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Der YouTube-Banner, also der Titel, oder der Text eigentlich, hier in der Mitte. Und das können wir speichern. Speichern alles. Und jetzt müsst ihr als Datei JPEG auswählen, also das zweite. Danach wählt ihr einfach einen Pfad, wohin ihr das Bild speichern wollt. Und natürlich wollen wir die Grafik Maximum, ist ja klar. Und okay. So, dann dürfte euer YouTube-Banner fertig sein. Und ich demonstriere euch das auch kurz. Ich habe wieder mal Blödsinn geredet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da und vielleicht auch ein Abo. Würde mich wirklich drüber freuen.